Verstreut im Garten vor der Villa liegen noch die abgeschossenen Patronenhülsen. Diese Terroristen der RAF haben ja nicht von ihren Taten abgeschworen. Auch die, die aus den Gefängnissen freigelassen worden sind, sie glauben nach wie vor, dass sie recht gehandelt haben, und es gibt ein Schweigekartell. Vor diesem Balkon haben am 13. Februar 1991 die RAF-Terroristen hier direkt am Rhein mit einem G1-Sturmgewehr auf die gegenüberliegende amerikanische Botschaft geschossen. Ein Riesenpolitikum damals, die Täter dieses Attentates bis heute unbekannt. Wir sind heute zusammen unterwegs mit Guido Knopp auf Spurensuche und probieren die offenen Fragen der Vergangenheit zu beantworten und sprechen mit Zeitzeugen. Auf dieser rechten Rheinseite hier waren Terroristen, die auf die US-Botschaft schossen am Abend dieses 13. Februar. Es waren über 200 Schüsse. Man weiß heute, dass eine Terroristin namens Daniela Klette dabei war. Das hat man im Nachhinein rekonstruiert aus den Haaren, die im Fluchtfahrzeug, das 2 Wochen später gefunden wurde, die hat man dort aufgeglaubt, aber die Methode, nach der diese Haare einer Person zugeordnet worden sind, die sind natürlich erst später bekannt geworden.